Grundsätzlich muss immer, wenn der Verkehr stockt, eine freie Bahn für Rettungsfahrzeuge geschaffen werden. Wichtig ist dabei, dass sie bereits bei der Annäherung im Rückstau gebildet wird. Das Bilden der Rettungsgasse ist in der Straßenverkehrsordnung geregelt. Stockt der Verkehr auf Autobahnen und Außerortstraßen mit wenigstens zwei Fahrstreifen in einer Richtung, muss eine Durchfahrt für Einsatzfahrzeuge in der Mitte der Fahrbahnen gebildet werden. Leider klappt dies nicht immer. Bei einem Lkw-Unfall am vergangenen Dienstagnachmittag auf der A6 bei Wiesloch wurden erneut Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Einsatzfahrt behindert. Peter Hecker, Kommandant und Einsatzleiter der Feuerwehr Wiesloch, findet für das Verhalten der Autofahrer kaum noch Worte. Ab der Auffahrt Rauenberg war Stillstand auf der Autobahn. Wir haben wieder festgestellt, dass es mit der Rettungsgasse überhaupt nicht funktioniert. Wir haben Nummernschilder aller Herren Länder gesehen. Und offensichtlich ist es nicht üblich, eine Gasse zu bilden, sobald der Verkehr langsamer wird. Wir waren mehrmals auf der Anfahrt gestanden, sind ausgestiegen und haben den Personen Anweisungen gegeben, auseinanderzufahren. Was ist Ihrer Meinung noch zu tun, um den Autofahrern das Bewusstsein hier noch schärfer zu machen? Uns fehlen die Ideen. Mit allen Mitteln, die man hat, mit Bannern über der Straße, an den Brücken, mit Aufklebern auf den Fahrzeugen innen drauf, mit Aufklärung in den Medien, alles hilft nichts. Es ist ein stetiger Kampf und man wird immer weiter die Leute instruieren müssen, dass sie doch eine Rettungsgasse bilden sollen. Sobald der Verkehr auf der Autobahn langsamer wird, in Schrittgeschwindigkeit kommt, ist ein Unfall anzunehmen und es ist eben eine Rettungsgasse zu bilden. Das müssen wir immer weiter vorantreiben. Wer auf einer Autobahn oder Außerortstraße keine freie Gasse zur Durchfahrt von Polizei und Hilfsfahrzeugen bildet, obwohl der Verkehr stockte, muss mit einer Strafe von mindestens 200 € und 2 Punkte in Flensburg rechnen.